Hallo, Lichtgeschwindigkeit hier in Echtzeit, aber mit meinen Tagesholzmedien abgeglichen. Und hier ist das Thema Nadine Angerer, die Fußballspielerin, Torwartin, Torfrau von der deutschen Auswahlmannschaft. Nadine Angerer hat im Endspiel um die Fußball-Europameisterschaft, dass die deutsche Mannschaft mit 1:0 gewonnen hat, also ein völlig klares Ergebnis, völlig klar 1:0, aber zwei Elfmeter für die gegnerische Mannschaft Norwegen, und diese Nadine Angerer, Torfrau, hat beide Elfmeter abgewehrt. Hier wird das also gezeigt und es wird auch noch beschrieben, man konnte das sehen, das war wirklich toll gehalten, sie hat den Ball gesehen, sie hat nicht nur antizipiert, sondern sie hat wirklich den Ball angeguckt und wie er kam, hat sie ihn abgewehrt. Und dazu möchte ich hier jetzt sagen, ich grüße alle Fußballer kennen das mit dem Elfmeter, ich rede gar nicht von Elfmeterschießen, sondern wenn im Spiel aus Spielgründen nach den Regeln, nämlich wenn der Schiedsrichter pfeift, es Elfmeter, einen Elfmeter gibt, dann gibt es immer den Schützen, den Torwart, die Regeln. Und dann wissen wir, es gibt schlechte Elfmeter, geschossene Elfmeter, es gibt verschossene, es gibt Pfostenschüsse und so weiter. Und dann gibt es die klassische Situation, wo der Torwart in eine Ecke springt, die er sich vorher ausgedacht hat, und der Ball geht in die andere Ecke. Das ist nicht häufig deshalb so blöde, weil der Schütze des Elfmeters so gut getäuscht hat, sondern weil der Torwart quasi gepokert hat. So, nun gibt es aber die richtig tollen Elfmeter, die geschossen werden, gut geschossen werden und die dann gehalten werden, oder die zwar fast gehalten werden und noch reingehen. Und das tollste Drama ist natürlich, wenn es in so einem Spiel wirklich um was geht. Also wenn es ein Meisterschaftsspiel ist, wie hier jetzt Endspiel in der Europameisterschaft, und dann wird das also besonders hervorgehoben. Das neue Deutschland heute hat das nicht auf dem Titel groß. Ja, das sind hier Demonstranten, aber das ist hier EM-Titel an deutsche Frauen. Und da steht es extra: zur Heldin im DFB-Team avancierte Torhüterin Nadine Angerer. Ja, wir kennen also diese Elfmeter-Killer, wir kennen auch ganz bedeutende Torwarte, die dann selbst Elfmeter geschossen haben. Zum Beispiel Jörg Butt, der verdienstvolle Torwart vom HSV und von Bayer Leverkusen, schließlich noch Super-Torwart bei Bayern München mit großen Siegen. Jörg Butt, der hat selbst auch sehr viele Elfmeter geschossen, der hat einen schönen flachen Schuss, ganz präzisen, scharfen Schuss. Unhaltbare Dinger. Elfmeter gehalten. Also, ich wünsche allen Elfmeterschützen, dass sie sich mit der Elfmeter-Phänomenologie auseinandersetzen. Nämlich, wie schießt man einen Elfmeter? Wenn ein Elfmeter gut geschossen ist, kann der Torwart ihn nicht halten. Die Besten sind dann sozusagen riskant, flach neben den Pfosten. Flach neben den Pfosten, das kann schief gehen. Aber die meisten und sichersten und guten sind sozusagen volles Brett, halb hoch, so rechts oder links am Torwart vorbei. Das kann er nicht halten, wenn er wirklich knallhart geschossen ist. Selbst wenn er hingeht zum Ball, kann er ihn in der Reaktion aus Elfmetern geschossen nicht kriegen. Hier Süddeutsche Zeitung heute, da hat man dann die Jubelnden, die schließlich Europa-Fußballmeister, Nationalmannschaften geworden sind, abgebildet. Süddeutsche Zeitung und auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat es immerhin hier oben links, das ist die wichtigste Stelle, Fußballfrauen zum 8. Mal Europameister. Nur im Handelsblatt hat man es nicht. Und hier mal sehen, ob einer der Elfmeterkiller Geburtstag hatte. Nee, so, da hier stehen immer die Geburtstagsgrüße auf der letzten Seite am Montag. So, danke. Elfmeter, Nadine Angerer und alle Elfmeterschützen und alle Elfmeter Torwarte, einen Elfmeter zu halten als Torwart ist immer toll, egal in welcher Klasse man spielt, ob Hobbyfußball oder Profifußball oder so. Der Torwart, der wirklich den Elfmeter killt, der ist im Grunde genommen absolut der Freund des Fußballs und seiner eigenen Mannschaft, und das ist immer toll. So, danke für den Sport.